Leute, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf meinem YouTube-Kanal Reveal Rabbit. Genau so heißt er. Bevor wir hier mit diesem Video anfangen, zunächst einmal ein großes Dankeschön an euch, die liebe Reveal Rabbit Community. Ich merkte einfach, wie ihr in den Videos über die GoPro Hero 7 Black total abgegangen seid. Man hat gemerkt, ihr habt Bock auf die Kamera, ihr habt richtig coole Kommentare geschrieben und es macht einfach Spaß, als jemand, der Videos für euch erstellt, sowas zu sehen. Ihr habt euch auch weitere Videos zu der GoPro Hero 7 Black gewünscht und hier kommt das nächste. Als ich nämlich das Video über die Hyper Smooth Stabilisierung der GoPro Hero 7 Black gemacht habe, merkte ich, dass da ein paar Leute noch nicht so wirklich einig sind, was da geht und was da nicht geht. Da waren dann so Kommentare wie, hä, 4K und 60 Bilder die Sekunde, da kannst du doch gar kein Hyper Smooth aktivieren, da greift dann nur der normale Bildstabi, der nicht so gut ist oder gar keiner und so weiter. Und ich will hier in diesem Video ein für alle Mal einfach mal zeigen, wo der Hyper-Smooth-Modus funktioniert. Wir gehen das gleich eins zu eins zusammen durch. Ich zeige euch die unterschiedlichsten Auflösungen, die unterschiedlichsten Frames, Seitenverhältnisse und so weiter. Und dann habt ihr es schwarz auf weiß und könnt sehen, okay, da kann ich das besagte Hyper-Smooth einschalten, benutzen, Spaß damit haben. Und hier muss ich sagen, Gott sei Dank ist dieses Feature in der GoPro Hero 7 Black drin. Ich glaube, dadurch wird GoPro einiges an Kameras verkaufen können und sich wieder große Marktanteile zurückholen. Im Moment redet halt jeder über das besagte Hyper Smooth. Für die, die noch nicht wissen, was das ist eine digitale Bildstabilisierung, ganz ohne optischen Stabi hier im Objektiv oder ähnlichem, der richtig gut funktioniert. Es sieht teilweise so aus, als würdet ihr mit einem Gimbal rumlaufen. Einfach flüssig, ein Traum für jedermann, auch für Leute, die Motorrad fahren oder die Kameras an ihrem Auto befestigen. Die Kamera schwebt immer durch die Gegend und es sieht einfach richtig gut aus. Also Hut ab. Aber nicht falsch verstehen, ich möchte die Kamera auf keinen Fall in den Himmel loben. Nein, sie stürzt immer noch teilweise ab. Das Menü ist meiner Meinung nach ein wenig zu ruckelig und so weiter. Da muss noch verbessert werden, aber jetzt in Bezug auf das Hyper Smooth, da kann ich ruhig schwärmen, träumen. Ihr habt ja genug Videos von mir gesehen. Und jetzt zeige ich euch, wo dieses Feature überhaupt aktiviert werden kann. Viel Spaß bei diesem Video. Okay, die GoPro ist jetzt hier vor mir aufgebaut und wir gehen mal die einzelnen Videoauflösungen durch und schauen, wo denn die Hyper Smooth Stabilisierung verfügbar ist. Zunächst einmal testen wir das Ganze im 16:9 Seitenverhältnis. Das ist ja das gängige Format. Werden die meisten von euch für eure Videoprojekte nämlich benutzen und später aber auch bei 4:3, da gibt es auch nochmal Unterschiede. So, wir sind natürlich im Videomodus, das sieht man hier unten links an dem kleinen Kamerasymbol und wenn wir jetzt auf diesen langgezogenen Icon klicken, können wir die Videoauflösung einstellen. Natürlich, die Stabilisierung muss auf Auto eingestellt sein, damit wir überhaupt eine bekommen können. Denn wenn das Ganze auf Aus steht, könnt ihr Auflösungen hin und her probieren, das bringt nichts, ist einfach auf aus, ne? Okay, machen wir wieder mal auf Auto das Ganze, zack. Wir fangen an mit der niedrigsten Auflösung, das ist in dem Fall die 720p und diese Auflösung stellt ihr dann hier oben links ein. Zack, wir sehen 720p in 60 Frames die Sekunde, 16:9 das Format. Und man sieht schon, Hyper-Smooth-Stabilisierung leuchtet blau. Das heißt so viel wie, yes, können wir machen, können wir geil stabilisieren. Mal schauen, was an Bildern die Sekunde geht und bei welchen Frames das Ganze noch möglich ist. 24 Bilder die Sekunde ist grau hinterlegt, können wir hier nicht machen, sieht man hier ganz gut. 30 Bilder die Sekunde können wir auch nicht einstellen. Das hat jetzt nichts mit Hyper-Smooth zu tun, nein, wir können generell nicht mit 24 Bildern bei 720p filmen. Nur mal so als Info, ne? 60 geht, 120 wieder nicht, alles klar. Und dann gehen wir aber auf 240 Bilder die Sekunde, das ist für Zeitlupen ideal geeignet. Wenn wir da drauf gehen, steht Stabilisierung nicht unterstützt. Hier ist nicht mehr die Rede von Hyper Smooth. Selbst die normale Stabilisierung funktioniert bei 240 Bildern die Sekunde nicht. Alles klar, also in dem Fall die 60 Frames hier. Gehen wir ein Level weiter auf die beliebte Full HD Auflösung. So, klicken wir drauf. Hier sieht man schon direkt, Hyper Smooth Stabilisierung geht bei Full HD und 24 Bildern die Sekunde. Schauen wir mal, was noch so geht. 30 Bilder geht, kein Problem. 60 Bilder die Sekunde, kein Problem. Bin mal gespannt, was bei den 120 jetzt kommt. Zack, Standardstabilisierung. Okay, also hier kriegen wir einen Stabi, der aber nicht so gut ist. Und dann können wir es uns ja selbst erklären, das wird wahrscheinlich wieder nicht funktionieren. Also, wir merken, Hyper Smooth funktioniert bei Full HD bis 60 Bilder die Sekunde.
Bin mal gespannt, wie es bei 4K gleich wird. Die nächsthöhere Auflösungsstufe ist dann natürlich das 2,7K. So, ausgewählt, wir sehen 24 Bilder die Sekunde, funktioniert problemlos. HyperSmooth ist am Start. Die 30 Bilder bei 2,7K, also geht auch. Die 60 Bilder bei 2,7K, kein Problem. Und bei den 120 Bildern die Sekunde ist die Stabilisierung nicht unterstützt. Bei 240 können wir nicht auswählen. 4K, mal schauen, was hier die Kamera sagt und macht. Zack, wir sind jetzt bei 24 Bildern die Sekunde. Ja, sieht man hier ganz gut. HyperSmooth-Stabilisierung ist da. Natürlich auch ebenfalls bei den 30 Bildern die Sekunde und jetzt bei den 60 Bildern die Sekunde. Zack, HyperSmooth-Stabilisierung leuchtet blau. Wir können in der vollsten Auflösung den 60 Bildern die Sekunde für flüssige Aufnahmen auch noch das HyperSmooth aktivieren. 120 Bilder die Sekunde bei 4K noch nicht möglich, 240 Bilder die Sekunde auch nicht. Ihr seht es ja hier im Moment noch schön in der Übersichtstabelle, was möglich ist und was nicht. Ich denke, da die meisten in 16:9 filmen, haben wir es jetzt erstmal geklärt. In dem Video, wo ich die GoPro auf meiner Renndrohne hatte, habe ich ja empfohlen, das Ganze im 4:3 Format zu filmen, da ihr dann nach oben und unten hin noch ein wenig Fleisch habt, wenn die Drohne sich neigt, und dann könnt ihr das Material, was ihr aufgenommen habt, noch nachträglich in der Post-Production ja zurecht rücken. Für die Leute, die das machen möchten, testen wir das Ganze natürlich auch noch aus. Dazu auf das 16:9 tippen, zack, dann geht das Ganze auf 4:3 und wir sehen, hier werden ja schon ganz andere Auflösungen geboten. Das 720p ist weg, wir haben jetzt das 960p, ist ja logisch, und wir gehen mal drauf. Wir können keine 24 Bilder, wir können keine 30 Bilder, wir können auch keine 60 Bilder, wir können 120 Bilder die Sekunde. Hier ist kein HyperSmooth möglich, nur die Standardstabilisierung. Bei 240 Bildern die Sekunde absolut keine Stabilisierung möglich. Die nächste Stufe sind 1440 Bilder die Sekunde. Ich hätte einen Bilder die Sekunde Counter hier einblenden müssen im Video, aber so ist das nun mal. Bei 24 Bildern haben wir HyperSmooth da, bei 30 ebenfalls, 60, ja, auch schon sehr interessant, ist ja klar, und bei 120 dann nur noch die Standardstabilisierung. Das nächste Level wäre dann 2,7K mit dem 4:3. So, da bin ich mal gespannt. 24 Bilder kein Thema, 30 Bilder auch noch und bei 60 ist das HyperSmooth auch noch da. Das heißt, wenn ihr das Ding auf der Renndrohne montiert habt und die 2,7K eingestellt habt, 60 Frames ist da und das ist auch, glaube ich, so das Gängige, was die meisten FPV-Piloten einstellen, wenn die ihre GoPro auf der Drohne montieren. 120 Bilder ist nicht möglich. 4K im 4:3 wäre dann 24 Bilder die Sekunde, hier ist nur die Standardstabilisierung verfügbar und bei 30 Bildern die Sekunde gar keine mehr. Also hier wirklich im 4:3 Format wäre 2,7K das einzigste interessante Format, wenn man das HyperSmooth benutzen möchte. Und hier nochmal ganz kurz eingeblendet, was ihr im 16:9 Format einstellen könnt und dann auch noch im 4:3 Format, falls ihr das denn benötigt. So viel dazu, Leute. Jetzt konntet ihr endlich mal sehen, in welchen Einstellungen, Auflösungen, wie auch immer, die HyperSmooth-Stabilisierung aktiviert werden kann. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein wenig weiterhelfen. Wenn ihr weitere Videos zu GoPro Hero 7 Black sehen möchtet, schreibt es wieder mal in die Kommentare. Ich hatte schon die Idee, so ein wenig auf das Super-Foto einzugehen, was meiner Meinung nach noch nicht so super ist. Oder auch ein reines Video über das Time Warp Feature. Das ist ja dieses Hyperlapse-Video, was dann aber auch gleichermaßen die gleiche gute Stabilisierung hat über das HyperSmooth. Mein Gott, hier sind Wörter am Start. Ich kann wirklich verstehen, dass teilweise auch ältere Zuschauer schreiben, was sprichst du da für Wörter? Aber sorry, die Hersteller suchen das aus, nicht ich. Jetzt reicht's aber, so viel zu diesem Video. Wir sehen uns dann im nächsten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.